Wenn man sich die derzeitige Lage mal anschaut, dann gibt es so viele Widersprüche, die unaufgelöst sind. Da ist zum Beispiel die Tatsache, dass die Märkte glauben, die Fed würde 5-mal ungefähr, vielleicht sogar 6-mal die Zinsen senken, aber wir bekommen derzeit bombenstarke Daten zur US-Wirtschaft. Wie soll die Fed so oft die Zinsen senken, wenn die Wirtschaft wirklich so stark ist in den USA? Und dann die Frage, ist die Wirtschaft wirklich so stark in den USA oder ist da, naja, sagen wir mal, von der Biden-Administration, gerade was die vom Staat emittierten Daten angeht, ein bisschen Kosmetik dabei, zumal ja die Wirtschaften in China, in Europa alle schwächeln, nur die US-Wirtschaft boomt. Das ist ein Phänomen, das jetzt nicht gerade häufig ist. Und dann haben wir die Situation an den Aktienmärkten. Wir sind an den Allzeithochs bei den Aktienmärkten, aber die meisten Aktien fallen und es sind nur wenige Aktien, die steigen und das Ganze wunderbar aussehen lassen bei den Indizes. Aber unter der Oberfläche ist das Bild alles andere als ein intakter Bullenmarkt. Schauen wir uns diese Widersprüche mal an, meine Damen und Herren. Beginnend mit dieser Zinsfrage. So ein Stück weit haben die Märkte ja ihre Zinssenkungserwartungen zurückgeschraubt und hier ein Artikel auf Bloomberg. Ja, die Fed wird gar nicht so oft die Zinsen senken können, wie sie vielleicht will oder wie die Märkte vor allem das Ganze wollen. Denn eines scheint klar, die Wirtschaft in den USA ist stark. Ist sie wirklich stark? Jedenfalls machen die Zahlen den Eindruck, als wäre sie stark und das dürfte die Fed erstmal davon abhalten, die Zinsen wirklich zu senken und dann, wenn wir das nicht im ersten Halbjahr hinkriegen oder die US-Notenbank das nicht im ersten Halbjahr hinkriegt, dann ist es zu spät, denn dann dürfte die Fed ohnehin die Finger von den Zinsen lassen, weil sie sagen, naja, wir wollen uns nicht in die Politik einmischen vor den US-Wahlen. Und dieser Kommentator hier bei Bloomberg sagt, die Wirtschaft ist schwächer als es scheint und diese Headline Strength, also die Stärke der Zahlen, ist faktisch ein Resultat der Pumpwirtschaft, der enorm hohen Schulden, aber du wirst diese enorm hohe Verschuldung nicht dauerhaft so weiterführen können, wie es derzeit bei der Biden-Administration derzeit der Fall ist. Wenn Trump dann kommen sollte, dann wird der Exzess wahrscheinlich noch größer, aber das dürfte dann zu einer Währungskrise führen, würde ich mal vermuten. Einnahmen nach unten, Steuersenkungen, gleichzeitig die Ausgaben nach oben. Das hat Trump ja schon in der ersten Amtszeit gemacht. Aber wie auch immer, die Märkte könnten hier empfindlich daneben liegen, was die Zinssenkungserwartungen betrifft. Das ist das eine vermeintliche Stärke der Wirtschaft. Jetzt gucken wir uns mal an, hier die Credit Standards und die Löhne. Wir haben jetzt gesehen, dass immer weniger Kreditgeber ihre Vergaberichtlinien für Kredite strenger machen. Im Gegenteil, es ist der Fall, dass die Kreditvergabe lockerer wird, im Gefolge der Financial Conditions, die lockerer geworden sind. Und die sind lockerer geworden, vor allem seitdem Jerome Powell bei der vorletzten Fed-Sitzung Mitte Dezember gesagt hat, ja, wir haben über Zinssenkungen gesprochen. Normalerweise folgen die Löhne dann diesen Credit Standards, wie Steno Larsen hier zeigt. Das bedeutet, wir dürften weiteren Lohndruck haben, der latent ja inflationär ist. Das Ganze wird jetzt gestützt, etwa durch solche Nachrichten heute wie Boeing. Die Mitarbeiter fordern 40% Lohnsteigerungen und man ist ermutigt durch das, was in der Autoindustrie passiert ist. Da mussten die Autofirmen ja auch die Löhne massiv erhöhen angesichts der Streiks. Also das ist so eine Vorbildfunktion. Wir bekommen jetzt die Preis-Lohnspirale. Wir bekommen sozusagen die zweite Welle möglicherweise der Inflation. Wie soll die Fed da die Zinsen senken? Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite sehen wir total viele Meldungen von Entlassungen. Jetzt wieder DocuSign, Snap, Estée Lauder, die alle hier maßgeblich Stellen abbauen in den USA. Haben wir jetzt allein im Januar 82.000 Layoff-Announcement. Das ist der zweithöchste Wert seit der Pandemie. Und wir haben so wenig neue Jobs, Hiring in January, wie schon seit langer, langer Zeit nicht mehr. Also seit der Finanzkrise nicht mehr. Das heißt, da sind wenige Neueinstellungen passiert. Und auf der anderen Seite haben wir letzten Freitag bombige Arbeitsmarktdaten bekommen mit weit über 300.000 Stellen. Wie passt das zusammen? Es passt nicht zusammen. Es ist ein unaufgelöster Widerspruch. Und hier sehen wir das auch nochmal, die Arbeiter, die Mitarbeiter in den US-Firmen, die sind so pessimistisch wie
seit Jahrzehnten nicht mehr, was die Aussichten für ihre eigene Firma betrifft. Auch das passt nicht in dieses wunderbare Bild der superstarken Wirtschaft. Diese Leute sehen ja, was in ihrer Firma passiert, merken ja, ob die Aussichten gut sind oder eben nicht so gut sind. Also das passt nicht zusammen. Und auf der anderen Seite war das Einzige, was wir heute an Konjunkturdaten aus den USA bekommen haben, das Red Book. Das sind Einzelhandelsumsätze meist stationärer Geschäfte in den USA, also nicht online. Und wir sehen hier wieder 6,1, besser als erwartet, der beste Wert seit Dezember 2020. Also schon wirklich, oder auf jeden Fall seit längerer Zeit, starker Wert. Also die Konsumenten sind scheinbar gut drauf, die konsumieren. Und wie kommt das? Naja, man macht Schulden. Hier sehen wir das, die Gesamtverschuldung der US-Konsumenten um weitere 202 Milliarden Dollar oder um 1,2% vom Vorquartal gestiegen ist. Damit sind wir jetzt bei 17,5 Billionen Dollar zu Ende des vierten Quartals. Vor allem Mortgage Balances oder Hypothekenkredite, aber auch Autokredite, Studentenkredite, Kreditkartenschulden, alles was da kommt. Also immer höhere Verschuldung. Das alles kombiniert mit einer immer höheren Verschuldung, vor allem auch der Unternehmen und vor allem des US-Staates. Und wenn wir jetzt mal zu den Aktienmärkten kommen, dann sehen wir hier den interessanten Bullenmarkt. Wenn wir uns da die verschiedenen Sektoren mal anschauen, dann sehen wir, dass die meisten Aktien fallen, nicht steigen. Aber natürlich eine Nvidia, eine Meta massiv zugelegt haben, eine Amazon, aber eben nicht eine Tesla oder eine Apple. Dazu gleich mehr. Also das ist ein seltsamer Bullenmarkt. Eine Morgan Stanley, die 8% im Minus ist, seit dem Jahresbeginn nur mal rausgegriffen. Und hier sehen wir mal den Equal Weight S&P 500 Index zum marktgewichteten S&P 500 Index. Also wenn alle Aktien gleichgewichtet wären in Relation zu dem faktischen S&P 500, wo ja nicht alle Aktien gleichgewichtet sind, sondern die Big Tech Aktien, die Schwergewichte sind, da sehen wir sind auf dem tiefsten Stand seit der Finanzkrise. Das ist doch auch etwas seltsam in diesem total tollen Bullenmarkt, der überall ausgerufen wird. Und hier sehen wir auf der rechten Seite, meine Damen und Herren, sehen wir, wie das schon auseinanderdriftet innerhalb der Magnificent Seven. Wir haben jetzt nur noch die Magnificent 4, nämlich Nvidia, Meta, Amazon und Microsoft. Rausgefallen sind mehr und mehr Apple, Tesla und Google. Und hier links sehen wir mal den Nasdaq 100, der hier ein Mehrfachtop jetzt gebildet hat, so im Bereich 17.680 Pi mal Daumen. Da muss der Index drüber, sonst wäre das schon ein ziemlicher Deckel, der da auf diesem Index ist. Mal sehen, wie es weitergeht. Und vor allem die Positionierung ist sehr, sehr hoch. Deswegen warnt hier Citigroup. Erstens, es gibt praktisch keine Short-Positionen mehr auf die großen Tech-Aktien, die dann gesqueezed werden könnten, also weitere Käufe dann. Die Folge wären, weil diese Leerverkäufer dann eindecken und kaufen müssten. Auch auf den Nasdaq Future, sagt Citigroup, gibt es kaum mehr Short-Kontrakte. Und auf der anderen Seite sehen wir, wie hoch Hedgefonds positioniert sind. Deswegen sagt die Citi, wenn es dann mal zum Abverkauf kommt, dann könnte der gewaltig werden. Bisher ist das nicht der Fall. Aber wir haben natürlich diese Magnificent Seven, die jetzt um und bei 13 Billionen Dollar auf die Waage bringen. Alleine 1 Billion jetzt seit Jahresbeginn nochmal dazugekommen. Und gleichzeitig sehen wir, dass der S&P 500 weniger als 1% von seinem Allzeithoch entfernt ist, aber immer weniger Aktien über ihrem 50-Tages-Durchschnitt handeln, also im Prinzip eine bullische Struktur aufweisen. Diese 13 Billionen an Marktkapitalisierung für die Magnificent Seven sind mehr als Japan, Deutschland und Großbritannien an BIP in einem Jahr produzieren, also die gesamte Wertschöpfung dieser Volkswirtschaften, das muss man sich mal vorstellen. Und auch hier diese Differenz innerhalb der Magnificent Seven, etwa eine Meta, eine Nvidia, die um und bei beide 30% über ihren 50-Tages-Durchschnitt handeln, während Tesla 21% unter seinem 50-Tages-Durchschnitt ist. Also da tut sich was. Hier tut sich auch was in Relation zwischen dem Bloomberg Magnificent Seven Total Return Index, also die Magnificent Seven, wenn man so will, die großen Tech-Aktien, und der S&P 500. Der kreucht da unten rum. Liz Insonders sagt, ja, man hört jetzt an der Wall Street schon immer mehr den Begriff Sensational Six, die sensationellen Sechs, nachdem Tesla jetzt an Nummer 10 gefallen ist, was die Marktkapitalisierung betrifft, hinter Berkshire Hathaway, Broadcom und Eli Lilly zurückgefallen. Und
Nvidia allerdings heute auch mal wieder zur Abwechslung im Minus. Nach der fulminanten Rallye vielleicht, ich weiß es nicht, liegt es an dem Artikel in der Financial Times, den ich heute schon im Videoausblick thematisiert hatte. Da sagt die Financial Times das, was eigentlich schon lange irgendwie klar ist, aber nicht wirklich untersucht wird, dass Nvidia Firmen gründet, die dann letztendlich nichts anderes tun, als die Produkte von Nvidia zu kaufen. Also Firmen, die Nvidia gründet, kaufen letztendlich Nvidia-Produkte. Ein perfektes Schneeballsystem, wenn man so will. Natürlich hat Nvidia reale Umsätze, gar keine Frage. Das hatte WorldCom auch gehabt, das hatte Enron auch gehabt. Nur man manipuliert so ein bisschen vielleicht die Dinge. Das zumindest ist der Verdacht, der im Raum steht. Ohnehin hat Nomura gesagt, also diese ist extrem auseinanderdriften zwischen Allzeithoch auf der einen Seite und Marktbreite auf der anderen Seite sei etwas, was man zuletzt 1987 gesehen habe, als es dann unschön ausgegangen ist. Aber derzeit Ruhe am Markt. Hier sehen wir mal den VIX. Wir sehen in Relation, also wie stark der VIX sich bewegt. Das ist jetzt mit der geringste Wert in den letzten 50 Tagen, in den letzten Jahrzehnten, also wenig Angst, wenig Bedürfnis nach Absicherung, alles gut, Goldilocks, beste aller Welten. Dabei sehen wir heute wieder Probleme bei der New York Community Bank, die nicht nur 7%, wie hier steht, sondern dann sogar deutlich stärker abgestürzt ist, um 17%. Die Aktie hat sich jetzt in wenigen Tagen halbiert. Auch das KRE, das Regionalbanken-ETF, unter Druck heute. Also wir haben nach wie vor diese schwelende Krise bei den Regionalbanken. Janet Yellen hat heute gesagt, angesprochen auf die Commercial Real Estate Situation, also die Gewerbeimmobilien-Situation, hat sie gesagt, ich bin concerned. Immer wenn Yellen concerned ist, dann passiert bald etwas. Die faktische Herrscherin vielleicht in den USA, nach deren Pfeife auch der Jerome Powell zu tanzen scheint. Das alles würde gerne natürlich Donald beenden, aber es könnte nochmal ungemütlich werden, denn hier hat jetzt das Berufungsgericht gesagt, der Donaldino darf strafrechtlich verfolgt werden. Jetzt wird in letzter Instanz dann der Supreme Court entscheiden, und wenn er strafrechtlich verfolgt werden dürfte und es dann zu einer Verurteilung käme, dann könnte das bedeuten, dass vielleicht Donaldo doch nicht antritt. Ist noch viele Wenns und Abers, aber es ist zumindest mit diesem Urteil nicht unwahrscheinlicher geworden. Kommen wir nach Germania, kommen wir nach Germany, meine Damen und Herren. Hier sehen wir heute die Aussage von Lindner, der sagte, wir werden ärmer. Ja, sowas. Ne, das muss an der grandiosen Politik liegen, vor allem der Energiewende, die so teuer ist wie eine Kugel Eis. Das ist eine Kugel Eis, die ein paar Billionen kostet, ja, ein Luxuseis gewissermaßen. Und hier ein Artikel in der Welt, der, wie ich finde, die Dinge auf den Punkt bringt, die neulinke Umweltbewegung, die ja vor allem planwirtschaftlich unterwegs ist, die sagt, wir müssen die Umwelt retten und alle anderen werden uns dann folgen. Alles, was irgendwie Prosperität, also Wirtschaftswachstum verspricht, wie Kernkraft, Fracking nimmt man aus den USA, aber bei uns macht man es nicht. Geld, Gentechnik, Landwirtschaft, Verkehrsmittel, Fabriken, vieles mehr ist alles böse, muss abgeschafft werden. Degrowth, wir brauchen sozusagen eine Kriegswirtschaft, wie Ulrike Herrmann gesagt hat, wie die Briten in den 40er Jahren. Geld, wunderbare Perspektive, da freue ich mich für meine Kinder. Statt zu sagen, wie der CDU-Politiker Bosbach, der jetzt ein bisschen wieder aktiviert ist, das beste Programm gegen ein weiteres Erstarken der AfD wäre eine Kurskorrektur hin zu einer Politik, die den drohenden Wohlstandsverlust der Bevölkerung verhindert, die Wirtschaft stärkt, die Integrationskraft des Landes nicht überfordert und damit aufhört, die Menschen unbedingt belehren und erziehen zu wollen. Ich glaube, genau das ist ja das Kernproblem, dass der gute Bosbach, ob man jetzt die CDU gut findet oder nicht, hier auf den Punkt bringt. Und schauen Sie mal diese Statistik an, das wird gleich relevant. Hier sehen wir mal den CO2-Ausstoß der verschiedenen Länder. Da ist zum Beispiel China, das hier 11,4 Milliarden Tonnen an CO2 emittiert, die Europäische Union mit 3,1, also weniger als ein Drittel. Wir haben seit dem Jahr 2000, so muss es heißen, 26% unserer CO2-Emissionen reduziert. China hat sie deutlich nach oben gebracht, um plus über 200%. Wir sehen hier auch Indien etwa
das schon jetzt fast auf unserem Niveau ist. Die werden ihre Kohleproduktion verdoppeln bis 2030, dementsprechend auch den CO2-Ausstoß. Und jetzt hat die EU-Kommission heute gesagt, wir wollen ja unbedingt 90% an Emissionen verhindern bis 2040. Und das würde so pro Jahr ungefähr 1,5 Billionen kosten. Gell, wir haben ja das Geld. Ne? Wer zahlt's? Die Deutschen zahlen's dann wieder, meine Damen und Herren. Klar, ne? Die wollen ja unbedingt diese, am deutschen Wesen wird die CO2-Welt genesen. Das ist ja klar. Und dementsprechend werden wir wahrscheinlich dann die Quittung dafür bekommen. Jedenfalls, wenn man sich mal die Emissionen der anderen anschaut, dann bestünde wahrscheinlich die einzige Möglichkeit darin, viel Geld in Forschung zu stecken, damit die anderen weniger an Schadstoffen emittieren. Auf die Idee kommt man aber jetzt nicht so gescheit. Das ist gleichzeitig die erste Empfehlung, meine Damen und Herren. Und dann noch zwei Empfehlungen. Einerseits S&P 500, 19% in 12 Monaten, aber 5 Aktien haben 60% dieses Anstiegs gebracht. Mal eine Detailanalyse über die Marktmechanik. Zweite Empfehlung und die letzte Empfehlung, Tech-Aktien in Gefahr eines Abverkaufs. Diese Warnung der Citigroup, die ich schon angesprochen hatte. Also drei Empfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao.